Excellent. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich natürlich auch, dass die Politik hier vertreten ist. Das ist für uns relativ wichtig. Nicht nur das Thema ist wichtig, sondern eben, dass wir auch die entsprechende Unterstützung nicht nur im Wissenschaftsbetrieb, sondern eben auch durch die Politik erfahren, wie das in anderen Bundesländern ja schon der Fall ist. Ich würde jetzt an der Stelle, die Frau Kretsch hat das ja schon gesagt, ich komme aus zwei Institutionen, dem Leih-Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen der Universität Leipzig und der Hochschule Mittweida. Ich würde mich im Folgenden eher auf Entwicklungen konzentrieren, die eher an der Universität Leipzig beheimatet sind, weil wir dort seit 10 bis 15 Jahren schon das Forschungsdatenmanagement in diesem Forschungszentrum betreiben und sehr erfolgreich betreiben. Beginnen möchte ich mit einem kleinen, relativ simplen Prinzip, das wahrscheinlich jeder schon durchlaufen hat. Das Data Confusion Principle habe ich das genannt. Auf der X-Achse sehen Sie sozusagen die Zunahme an Daten, auf der Y-Achse die Zunahme an Konfusion. Soll also heißen, je mehr Daten Sie irgendwie bekommen, desto höher die Konfusion, mit der Sie irgendwie konfrontiert sind und mit der Sie irgendwie leben müssen. Und die Frage ist, warum ist das so? Na, es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Das Datenvolumen, das wir jetzt aus der Grafik irgendwie ableiten können, ist nur ein Grund. Ja, andere Gründe sind zum Beispiel die Heterogenität der Daten, die uns da doch ziemlich zu Buche schlagen, zum Beispiel die unterschiedlichen Datengranularitäten. Das wird der eine oder andere auch schon erfahren haben. Aber zum Beispiel auch Formate, Strukturen, Schemas, sagt der Informatiker dazu, und natürlich die Semantik der Daten, die immer unterschiedlich sein kann. Das heißt, die fehlende Interoperabilität ist für uns ein starker Grund dafür, die Daten nicht wirklich gut integrieren zu können. Ein weiterer Grund, der dem entgegenschlägt, sind, dass also kaum umfassende Metadaten verfügbar sind. Das heißt, die Metadaten zu den Daten, die fehlen meistens. Wenn man die Metadaten nicht hat, erkennt man die Daten nur oft schlecht und kann die dann entsprechend auch nur schwer auswerten. Ein weiterer Punkt ist die unklare Datenherkunft. Ja, die entsprechenden Datenquellen sind, das ist jetzt etwas gefühlt, mit entsprechenden Sicherheiten belegt. Das heißt, bestimmte Datenquellen, denen vertraue ich eher als anderen Datenquellen. Und wenn ich die Datenquellen hinterher nicht mehr kenne, wo die Daten wirklich hergekommen sind in einem Integrationsszenario, dann kann ich also nicht mehr genau sagen, mit welchen Sicherheiten ich hier entsprechend umgehen möchte, gerade wenn es widersprüchliche Daten sind, die ich irgendwie auflösen muss. Und natürlich ein großer Punkt, vielfach gibt es also gar keine Dokumentation darüber, wie die Daten entsprechend generiert worden sind und hinterher auch verarbeitet worden sind, auch wenn es nur eine entsprechende Vorverarbeitung ist. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir also generell vorgehen, dieser traditionelle Weg. Jeder macht sozusagen sein eigenes Experiment und generiert seine eigenen Daten. Ja, das kennen Sie quasi alle. Fängt also an mit dem entsprechenden Experiment, mit der Planung des Experiments, das sehr hochspezifisch ist, sich an der Fragestellung des Experiments, das Sie entsprechend untersuchen wollen, ausrichtet. Ja, die entsprechende Fragestellung, die Hypothese, die Sie untersuchen wollen, darauf ist das Ganze fokussiert. Danach geht es in die Feldarbeit, Sie erzeugen die Daten in dem Experiment oder in der Studie, es muss ja nicht mal ein entsprechendes Experiment sein. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit der Datenkuration. Ja, Datenkuration ist also die Überprüfung, die Validierung der entsprechenden Daten. Das fällt manchmal ein bisschen zusammen mit der Datenanalyse. Aber die Daten am Ende bleiben natürlich unkuriert. Das heißt, jeder fängt nochmal von vorne an, versucht die entsprechenden Daten zu kurieren. Das wäre sozusagen das, was wir irgendwie vermeiden wollen. Ja, und am Ende werden natürlich die Ergebnisse publiziert und nur die Ergebnisse, die Tabellen, die Grafiken stehen am Ende irgendwie zur Verfügung. Aber die entsprechenden Daten, die wir dazu verwendet haben, die sind kaum verfügbar. Und dann generieren sich ein paar Fragen. Was passiert zum Beispiel, wenn jemand wissen möchte, wie die Daten entsprechend erzeugt worden sind? Naja, dann ist immer die Standardantwort, dann guckt doch in das Papier, in die Publikation, da gibt es einen Abschnitt, Materials and Methods, da steht das alles drin. Da steht bei Weitem natürlich nicht alles drin, da steht ein grober Überblick drin. Ja? Mehr kann ich da kaum daraus entnehmen. Ich kann zumindest nicht entnehmen, wie konkret die Daten erzeugt worden sind. Wer hat die Daten entsprechend aufgenommen? Wie sind die einzelnen Daten wirklich aufgenommen worden? Mit welchem System sind die aufgenommen worden? Ja? Was bedeuten die einzelnen Datenelemente? Das finde ich da definitiv nicht in dem Papier drin. Ja? Also die Fragen nach den entsprechenden Metadaten zu den, wenn wir eine Studie haben, nach den entsprechenden Fragen oder Parametern, zu denen Sie die entsprechenden Daten aufgenommen haben. Natürlich auch solche Sachen,
wie die Daten überhaupt geprüft worden sind. Nach welchen Kriterien haben Sie die Daten einfach geprüft, validiert? Finden Sie nirgendwo, nicht mehr in der Publikation. Ja? Und wie die Daten dann hinterher auch kuratiert worden sind. Nicht nur geprüft, sondern eben entsprechend auch kuratiert worden sind. Und auch der Punkt, wie die Daten am Ende analysiert worden sind. Sie haben nur die Ergebnisse, die Tabellen, die Grafiken, aber die Skripte, die finden Sie quasi nirgends. Ja, das ist so eine Blackbox meistens und das wollen wir eigentlich vermeiden. Und ein weit wichtiger Part ist natürlich, was passiert eigentlich, wenn das Projekt beendet ist, wenn es keine Förderung mehr gibt. Ja, typischerweise beantragen wir das Projekt, es läuft 3 Jahre, da werden Daten erhoben, ja, der Doktorand, der ist vielleicht in so einem Projekt, wenn er Glück hat, involviert. Manchmal hat er auch sein eigenes Projekt, da muss er sich versuchen, irgendwie durchzuschlagen. Und am Ende, wo sind denn dann die Daten? Wenn ich mit den Daten umgehen möchte, ja, ich habe die Publikation gelesen, wo kann ich jetzt auf die Daten zugreifen? An wen muss ich mich wenden? Gibt es da jemanden, einen Ansprechpartner oder gibt es ein System, an dem ich mich irgendwie anmelden kann und entsprechend nachgucken kann, was für Daten überhaupt verfügbar sind? Ja, kann ich weitere Abschlussarbeiten, es müssen nicht nur Promotionen sein, es können auch Masterabschlüsse sein, es können Bachelorarbeiten sein oder Diplomarbeiten, in Dresden gibt es noch die Diplomarbeiten, wo kann ich die Daten dafür verwenden, um solche weitergehenden Auswertungen zu machen, die mir sozusagen im Sinn schweben? Ja, und das ist ein großer Punkt, der im Moment nur schwer möglich ist. Wie gehe ich da bisher vor? Na, im Wesentlichen gibt es hier mehrere Ebenen. Das Simpelste ist natürlich, es gibt gar kein Data Sharing, das heißt, die Daten verbleiben einfach bei dem Datenproduzenten, ja, bei dem Doktoranden auf dem Rechner, der die Daten erzeugt hat und verschwinden wahrscheinlich irgendwann, wenn der Administrator den Rechner neu macht, ja, platt macht, weil es gar keine wirkliche Übergabe gibt. Dann die nächste höhere Ebene ist, wir können das schon teilen in der Arbeitsgruppe, wir haben also ein entsprechendes Verzeichnis, wo die Daten abgelegt sind, die anderen wissen von den Daten, in der Hoffnung, dass die Daten auch entsprechend annotiert sind, nicht nur die Rohdaten dort zur Verfügung gestellt werden. Dann weitergehend in der Abteilung, im Klinikum, ja, das bezieht sich jetzt auf die entsprechenden medizinischen Daten beispielsweise, gilt aber für jede andere Institution ebenso. Ein Punkt, der immer wieder aufkommt, wir treffen uns ja auf Konferenzen, ja, auf Tagungen wie heute beispielsweise, ja, und wenn Sie dann hören, da gibt es jemanden, der geht mit solchen Daten um, dann wird dann entsprechend angefragt und dann gibt es einen Austausch, ja, gibt es Kooperationen. Und dann kann man sich entsprechend über diese persönlichen Kontakte entsprechend austauschen. Aber darüber hinaus gibt es also auch schon zugriffsbeschränkte Repositorien oder frei verfügbare Daten in der Repositorien. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere in dem medizinischen Bereich, bioinformatischen Bereich, den Gene Expression Omnibus und das Dryad Repository, wo man seine Daten einfügen kann. Darüber hinaus, ich werde Ihnen auch noch ein bisschen was erzählen zum Leipzig Health Atlas, kann man dort auch seine Publikationsdaten einbringen. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, welche Daten? Geht es nur um Publikationsdaten oder um welche Daten gibt es denn eigentlich? Ja, also Publikationsdaten sind die Daten, die dann am Ende wirklich zur Publikation geführt haben. Es gibt mehrere Arten von Daten, die hier eine Relevanz haben. Zum einen haben wir die Projektbeschreibung, also ganz allgemein die Projektbeschreibung. Ja, das können sowas sein wie Studienziel, Ein- und Ausschlusskriterien für solche Studien, die Sie erzeugt haben und durchgeführt haben. Das Einzugsgebiet ist immer relevant. Also das ist ein klassischer Fall von den Daten, die Sie in der Section Materials and Methods finden. Dann natürlich die Metadaten. Das finden Sie quasi nicht zu den einzelnen, in den einzelnen Abschnitten der Publikation. Das heißt, hier eine konkrete Beschreibung der einzelnen, wenn Sie eine Tabelle haben, der einzelnen Spalten. Was bedeuten denn die einzelnen Daten? Gibt es eine übergreifende semantische Ebene, ich will jetzt nicht sagen Ontologie, ja, die diese Datenspalten entsprechend beschreiben. Dann haben wir sowas wie abgeleitete Daten. Jetzt kommen wir schon direkt zu den Daten. Ja, also wir sagen dazu auch Derivate, sowas wie Befunde, die auf Basis von Bilddaten beispielsweise entstehen. Ja, oder Scores, die Sie berechnen können. Das Simpelste, das kennt quasi jeder, den BMI, den Body Mass Index, ja, der auf Basis von Gewicht und Körpergröße entsteht. Sie müssen also nicht mehr die Basisdaten, Körpergröße und Gewicht wissen, aber den Score, den können Sie quasi hier abgreifen. Es gibt noch weitere Scores, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Und natürlich die letzte Ebene, die detaillierteste Ebene, die qualitätsgesicherten Rohdaten. Das ist der wichtige Punkt, qualitätsgesichert, denn die wirklichen Rohdaten, die Einzeldaten, die Dokumente, die Sie alle angefertigt haben, die Sie dann hinterher auch integriert haben, die wollen Sie wahrscheinlich nicht wirklich weitergeben. Ja,
Aber es geht um diese Arten. Auf die Daten wollen wir sozusagen irgendwie zugreifen lassen wollen. Und dann ist die Frage, wenn wir schon die Daten zur Verfügung stellen wollen, warum tun wir denn uns einfach so schwer bisher? Ja, es geht im Wesentlichen in dem medizinischen Bereich um personenbezogene Daten. Manchmal gibt es auch Informationen über Unternehmen in anderen Bereichen. Ja. Nicht alles ist open oder kann open gemacht werden. Aber das ist nur ein Grund. Der weit größere Punkt ist, wir haben also kaum Infrastrukturen dafür. Ja. Und Infrastrukturen, die beziehen sich eigentlich auf die vier Kriterien, die Sie wahrscheinlich auch alle schon kennen. Die Daten sind oft nicht auffindbar. Ja, das hatte ich vorhin gesagt. Wir brauchen also entsprechende Ansprechpartner oder Systeme, damit Sie überhaupt darauf zugreifen können, damit Sie überhaupt wissen, dass diese Daten verfügbar sind. Dann müssen wir natürlich nicht nur wissen, dass die Daten da sind. Sie müssen auch versuchen, irgendwie auf die Daten zuzugreifen. Die Interoperabilität spielt hier eine Rolle. Das hatte ich kurz ausgeführt. Ja, Daten sind typischerweise heterogen. Wir brauchen also eine Schicht, die uns sozusagen die Daten integriert und homogenisiert. Und natürlich ein wichtiger Punkt, gerade wenn es um solche personenbezogenen Daten geht, wenn die Daten per se nicht open verfügbar sind, offen verfügbar sind, dann braucht man natürlich Regeln, die eine Weitergabe hier regeln. Ja, also dass ganz klar gesagt wird, unter welchen Bedingungen darfst du die Daten einfach nutzen. Und das sind im Wesentlichen diese vier FAIR, oder diese vier Kriterien bilden die FAIR-Kriterien, die FAIR-Prinzipien, die allgemein als Voraussetzung für ein gelungenes, erfolgreiches Data-Sharing gelten. Und dann müssen wir uns fragen, jetzt habe ich sehr negativ geredet, gibt es das denn alles noch nicht? Naja, es gibt seit mehreren Jahren, seit vielen Jahren, zumindest im medizinischen Bereich, in den epidemiologischen Studien, wie zum Beispiel die CORA-Studie in Augsburg, SHIP in Greifswald oder Ganymede in Greifswald, aber auch das Live-Forschungszentrum, die verschiedenen Live-Studien, die nationale Gesundheitsstudie, Bestrebungen, diese Daten auch verfügbar zu machen, ohne den in dieser Wissenschaftscommunity. Und die CORA-Studie hat bereits in den Mitte der 90er Jahre damit angefangen. Das heißt natürlich am Anfang mit der entsprechenden Feldarbeit, aber dann auch gleich die Daten in dieser Wissenschaftscommunity zur Verfügung zu stellen, damit die gemeinsam ausgewertet werden, kollaborativ. Ich werde ein bisschen was zu Live natürlich sagen, weil ich das ganz gut kenne. Ich werde ein bisschen was sagen zu dem Leipzig Health Atlas. Das ist also eine Plattform, die genau darauf abzielt, die Daten zur Verfügung zu stellen. Es gibt diese deutschlandweite Medizininformatik-Initiative und dazu wurde schon etwas gesagt, zu den nationalen Forschungsdateninfrastrukturen. Das würde ich sozusagen hier rauslassen. Kommen wir vielleicht zu den Voraussetzungen für so ein Data-Sharing. Ja, wir hatten die FAIR-Kriterien uns angeguckt gerade. Es gibt natürlich darüber hinaus noch weitere Voraussetzungen, die ich eingeteilt habe in Aufbauorganisationen und Ablauforganisationen, also organisatorische Infrastrukturen, die Sie vorhalten müssen, um so ein Data-Sharing überhaupt durchführen zu können. Und natürlich, das interessiert uns Informatiker natürlich irgendwie am meisten, die technischen Infrastrukturen, die es überhaupt ermöglichen, ja, dass Sie auf die Daten zugreifen können. Aber gucken wir uns zuerst die organisatorischen Infrastrukturen an. Da gibt es schon seit langer Zeit ein Referenzmodell, ISO-zertifiziert, das nennt sich das OIIS, das Open Archiving Information System, das eigentlich in drei Kategorien einteilt. Da haben wir die Datenproduzenten, dann haben wir hier einen Mittelblock, das das ganze Datenmanagement macht und die Datenkonsumenten, die dann auf die Daten, die zusammengefassten Daten zugreift. Ich zeige Ihnen auch, wie das im Live-Forschungszentrum abgebildet ist. Hier sehen Sie auch die drei Kategorien, die Datenproduzenten, das sind unsere Studien, und die Datenkonsumenten sind unsere Wissenschaftler, die Daten hinterher auswerten wollen. Das geht antragsbasiert, die müssen also einen Antrag schreiben, das wird diskutiert in diesem Use and Access Board und dann werden die Daten entsprechend zielgerichtet für das entsprechende Auswertungsprojekt ausgereicht. Das haben wir auch modelliert in so einem schönen Prozess, da werde ich nicht viel dazu sagen. Hier müssen Sie nur wissen, es gibt auch technische Infrastruktur, die dazu notwendig sind, wie zum Beispiel so ein Metadatenrepository und die Forschungsdatenbank, um darauf zuzugreifen. Wir haben in am Live-Forschungszentrum so ein Metadatenrepository, das uns erlaubt, die Daten entsprechend zu kategorisieren, zu beschreiben und damit als eine Voraussetzung zu schaffen, um die Daten hinterher auch ausreichen zu können. Wichtig ist, dass die Metadaten nicht nur in so einem System vorgehalten werden, sondern dass sie diese Metadaten auch möglicherweise mitnehmen können. Ja, viele Wissenschaftler sind einfach noch so organisiert, dass die Daten
vorhalten. Dann gibt es natürlich ein Datenportal, das Sie benutzen können, um die Daten durchzusuchen, welche Daten überhaupt verfügbar sind. Hier zum Beispiel die Blutdrücke. Und Sie können natürlich Ein- und Ausschlusskriterien spezifizieren, um hinterher die entsprechenden relevanten Daten zu finden. Also hier sehen Sie beispielsweise, wie viele Daten, wie viele Fälle haben wir in unserer Datenbank verfügbar. Natürlich brauchen Sie auch auf der rechten Seite das Projektmanagement, die Auswertungsprojekte, die Sie eben entsprechend spezifizieren wollen. Auch dazu brauchen Sie ein System, das müssen Sie entsprechend vorhalten. Hier das System, das wir benutzen, ermöglicht es gleich, den Datenexport vorzunehmen. Ja, und diese Auswertungsprojekte, die sind einfach public. Sie können einfach gucken, welche Auswertungsprojekte durchgeführt worden sind. Dann noch ganz kurz, wenn ich noch darf, eine Minute. Was zum Datasharing mit dem Leipzig Health Atlas. Hier haben wir also eine zentrale Verwaltungsplattform erzeugt und die nicht nur Projektdaten und Publikationsdaten aufnimmt, sondern eben zum Beispiel auch statistische Analysemethoden, Modelle und ganz wichtig solche Demonstratoren. Dass die Webseite, da gehe ich nicht weiter drauf ein, aber Demonstratoren wichtig. Sie wollen hinterher auch nicht nur ihre Algorithmen zur Verfügung stellen, ja, da gibt es ja zum Beispiel das GitLab oder das GitHub-System, sondern Sie wollen Demonstratoren bauen, damit das von anderen Leuten verwendet werden kann. Also zum Beispiel die Handkraft kann hier nachgeprüft werden unter zum Beispiel solchen Normwertkurven und Sie können sich dort individuell auch verorten, ja, wenn Sie sozusagen vergleichbare Projekte haben. Dasselbe können wir machen mit raumzeitbezogenen Analysen. Hier haben wir das zum Beispiel mit der Handkraft gemacht, können also sagen, wo wohnen denn die stärksten, für unsere Studie bezogen, auf unsere Studie bezogen, die stärksten Probanden in Leipzig, ja, die Leipzig-Karte dazu. Und das können wir natürlich auch zum Beispiel mit dem BMI machen, die Kategorien, die hier entsprechend abgetragen, die Häufigkeit zu den Kategorien abgetragen sind. Dann noch ein Wort zur Medizininformatik-Initiative, ich bin gleich fertig. Im Wesentlichen der Unterschied zu LIFE und zu dem Leipzig Health Atlas ist, hier haben wir eben keine zentrale Forschungseinheit, sondern hier haben wir eine verteilte Forschungsdatenlandschaft, verteilte Forschungsdatenrepositorien, die wir hier zusammenbringen wollen. Es gibt mehrere Konsortien, die ich gegründet habe, 4 Stück davon würden gefordert. Wir in Leipzig sind an einem Konsortium, das SMIF heißt, beteiligt. Und die Idee ist hier, Regeln zu schaffen und Infrastrukturen zu schaffen. Auf die Infrastrukturen gehe ich nicht weiter ein, aber wichtig ist, dass wir hier die Regeln schaffen. Wir haben also zum Beispiel an so einer übergreifenden Musternutzungsordnung gearbeitet, die es eben erlaubt, die genau festschreibt, was zu tun ist und wie auf die Daten wie zugegriffen werden kann. Dann gibt es eine Infrastruktur, da gehe ich vielleicht nicht so sehr darauf ein, verteilte Infrastruktur, um die Daten aus diesen verteilten Datenrepositorien zusammenzubringen. Wir haben das bezeichnet als Personal Health Train. Das kann man sich wirklich vorstellen als Zug, der über die verschiedenen Stationen fährt und die Daten einsammelt, dort berechnet. Und dies werden nicht die individuellen Daten weitergegeben, sondern Zwischenergebnisse. Das heißt, der Datenschutz ist also hier, spielt hier nicht mehr so die große Rolle. Und dann nur ein Slide, da werde ich sozusagen nicht weiter darauf eingehen. Natürlich habe ich Ihnen jetzt nur Ergebnisse gezeigt, die in Leipzig entstanden sind. Ich bin ja, wie gesagt, auch in Mittweida tätig. Wir würden also versuchen, die Entwicklung, die wir in Leipzig vorgenommen haben, auch in Mittweida anzuwenden. Mittweida ist jetzt eher weniger bekannt für Medizininformatik, Bioinformatik, sondern eher wahrscheinlich für Forensik. Und auch da wird man natürlich entsprechende Infrastrukturen schaffen wollen, die wir dann in dem Konsortium NFD for Crime auch einbinden wollen. Und damit bin ich eigentlich am Ende, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, dann doch am Ende noch durchzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kirsten. Sie sind sehr schön in Ihrem Vortrag erstmal von der Theorie in die Praxis gekommen. Und wir haben dann gemerkt, dass es schon so viele Ansätze bei Ihnen gibt. Wir hätten gerne noch mehr in Zeit eingeräumt, aber wir haben noch andere interessante Sachen. Trotzdem ist Gelegenheit, noch ein paar Fragen an Herrn Kirsten zu stellen. Ich hätte eine Frage. Sie haben gesagt, Sie haben ein Metadatenrepositorium und ein Datenrepositorium. Inwieweit kommen die Metadaten da vom einen zum anderen oder ist es einfach miteinander integriert? Das sind zwei Systeme, das stimmt. Es sind zwei Systeme, die aber miteinander interagieren über die entsprechenden Links. Ja. Also es kommen keine Daten in das Datenrepository ohne die entsprechenden Metadaten in den anderen. Ja. Weitere Fragen? Dann hätte ich mal eine Frage direkt. Ist die Nutzung der Repositorien Pflicht in LIFE für alle Forscher?
Wie meinen Sie Pflicht? Also Sie, Live ist eine große Initiative, genau, soweit ich weiß. Also Pflicht in dem Sinne, dass man seine Daten dort einspeisen muss und dann über das Antragsverfahren, das ich ganz kurz ausgeführt habe, auf die Daten zugreifen muss, ja. Also Sie können dort nicht vorbei, Sie müssen aber nicht. Also das heißt, wenn Sie keine Fragestellung haben, keine Hypothesen zu validieren haben, dann brauchen Sie keinen Antrag stellen. Gut, davon gehe ich natürlich mal aus, dass die Forscher das tun möchten. Wie viele Leute, wie viele Studien sind involviert? Also wir haben jetzt sechs groß angelegte Studien dort involviert, integriert. Und wir haben etwas mehr als 500 Auswertungsprojekte bislang spezifiziert und auch diese am Durchführen sind. Ist noch eine Frage? Eine letzte Frage ist noch möglich. Ansonsten dann Gespräche in der Pause, aber gerne noch eine Rückfrage. Wie schwierig ist es, die Infrastruktur zu verstetigen? Ich meine, da treffen Sie den wunden Punkt. Ich hatte ja gesagt, wir haben nicht nur technische Infrastrukturen, sondern auch organisatorische Infrastrukturen. Das heißt natürlich, wir brauchen ein paar Leute, die da sitzen, die die Daten auch entsprechend ausreichen. Das geht nicht alles vollautomatisch, weil natürlich die Rückfragen, die da kommen von den entsprechenden Wissenschaftlern, die müssen irgendwie beantwortet werden. Und das lässt sich nicht alles automatisiert über technische Systeme machen, sondern da muss es jemanden geben, der auch das Hintergrundwissen hat. Und das lässt sich über solche Systeme nicht abbilden. Wir sind natürlich dabei, das zu versuchen zu verstetigen, laufen natürlich auch über alle Hürden. Also das ist ein Punkt. Gut, dann herzlichen Dank für Ihren Vortrag und auch für Sie ein herzliches Dankeschön mit sächsischen Pralinen. Herzlichen Dank. Am Schreibtisch, wenn Sie bei neuen Vorträgen sind, möge es Ihnen helfen.